Willkommen zurück zu RimWorld. Da sind wir wieder am Start. So, und wir haben auch einiges zu tun. Jawohl, da hat das endlich abgebaut. So, dann möchten wir doch auf jeden Fall gerne nochmal einen elektrischen Herd haben, den wir hier unten hin platzieren werden. Die zwei Holznähmaschinen, die können da ruhig stehen bleiben, auch wenn das hier unten hingebaut wird. Das passt schon soweit. Wir haben ja immer noch 29 Baumaterial. Ich könnte jetzt da unten noch etwas Zusätzliches hinbauen, aber nö, wofür denn eigentlich, ne, im Grunde genommen. So, wir haben hier noch das Sturmgewehr. Sunny ist gerade am Schlafen. Und hier werden wir auch in Auftrag geben, dass er bitte Dörrfleisch produzieren soll, für immer. Und jetzt haben wir nämlich sogar zwei Arbeitsplätze und damit werden wir doch recht schnell sehr viel Nahrung produzieren können. So, oh, ein Muffalo wurde zahm. Das ist natürlich sehr cool. So, hier am Drogenlabor haben wir ja Medizin herstellen. Ich glaube, die Aura war dafür zuständig. Oh, wir haben einen Überfall. Das ist alles andere als gut. Da müssen wir mal eben gucken. Oh, jetzt habe ich das einfach nur auf OK gedrückt. Wen haben wir denn? Oh, da kommt einer, kommt da vorbei, ja. Okay, da müssen wir mal eben hier Stopp machen. Wir haben natürlich hier noch die Karawane. Die wird, glaube ich, hier den ganzen Stress übernehmen. Deswegen werden wir einfach mal in Ruhe zugucken, was der Johnny hier mit den Leuten macht. Oh, der hat auch Granaten dabei. Das ist alles andere als nett. Und irgendwie macht er gar nichts. Okay, Fabi. Das ist jetzt unangenehm, aber... Jawohl, schöner Treffer. Doch, er greift auch die Karawane an. Man glaubt es gar nicht. Wow, mit seinen Granaten. Sehr schön, komm. Das sind gute Treffer, Fabi. Hast du gut gemacht. Komm schon, da kannst du direkt hinterher hier. Komm, 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 komm. Der will auch hier zur Karawane, oder? Nee, jetzt will er sogar noch hoch zu uns, ne? Das ist ja... Das ist... Oh, wow. Wahnsinn. Jawohl, wir haben ihn aber erwischt. Wunderbar. So, ausgezogen wirst du auch noch. Und du darfst wieder zurück an die Arbeit gehen. Achso, du willst das direkt hier reparieren. Von Long und Hannah, das Zimmer. Das ist auch sehr gut. Ach, was hat er denn dabei? Okay, ja, ein paar schlechte Sachen und Granaten. Wow. Das ist nicht schlecht, ein paar schicke Granaten. So, wir stellen Medizin her. Richtige Medizin, das ist ganz, ganz wichtig. Es freut mich, dass wir da selbst nicht verwundet worden sind. So, ich werde noch etwas machen. Ich möchte gerne... Nee, nicht Befehle, Strukturen, Möbel. So, Schlafplatz Tier. Ich möchte gerne, dass die Tiere, dass wir mehr Schlafplätze halt letzten Endes haben. Und dass die Tiere es sich hier ohne Probleme erstmal bequem machen. Genau, auch vor den Gefängniszellen, falls wir doch mal nochmal jemanden bekommen sollten. Und so darf jedes Tier hier einfach mal in Ruhe schlafen. Oh, und da ist es schon passiert. Da wurde abgebaut. Da haben wir es. Jawohl, Teufelsgarn. Schon 12-mal. Wir haben insgesamt 3 Pflanzen abgebaut. Das ist doch wunderbar. Das heißt, 4 Stück kriegen wir aus einer Pflanze raus. Herrlich, herrlich. Anders soll es gar nicht sein. So, du reparierst hier gerade. Ich bin aber dafür, dass du hier bitte eben kurz die Waffe fertig produzierst. Die hatten noch 831. Ja, und das sieht doch ganz nett aus. Bis dato. So, können wir wieder ein bisschen Speed geben. Ja, jetzt ist die Frage, wollen wir uns erst die Kleidung herstellen oder gehen wir uns jetzt eben die Gruft anschauen? Ich glaube, wir warten noch ein bisschen. Also auf der einen Seite hätte ich gerne, dass Aura die Medizin hier fertigstellt, weil ich auch zu guter Letzt gerne noch ein Krankenzimmer fertig haben möchte. Gerade weil Medizin und Co. halt ein sehr, sehr wichtiges Element hier im Spiel sind. Und hat es mal eben einen Kurzschluss gegeben. Aber ist ja alles okay, ne? Die Leute kümmern sich drum. Das ist so Wahnsinn, wenn man 10 Leute hat. Ich meine, es ist natürlich hart, sich um alle Leute zu kümmern. Aber zu guter Letzt ist es total cool. Also es macht halt Spaß. Also ich meine, das Management mit der Nahrung ist gar kein Problem. Zumindest bis jetzt. Also das ist schon, haben sie klasse gemacht. Und Sunny ist natürlich fleißig am Arbeiten. Nicht, dass die Sunny hier irgendwie gleich verhungert. Wie viel hast du noch? Ah, das ist noch einiges, ne, meine Gute. Ja, aber die Nahrung sieht noch gut aus. Und ja, das haben wir ja mitbekommen.
Jetzt haben wir mitten in der Nacht. Wir müssten eigentlich mal gucken bei der Arbeit, weil jetzt geht es eigentlich los, dass wir auf jeden Fall ein paar Landwirte bräuchten. Das heißt, Angie, du wirst dich auch mit jetzt um die Landwirtschaft kümmern. Und dann hätten wir im Grunde genommen drei Leute. Also der Fabi, die Angie und der Wladimir. Die werden sich jetzt gleich hier unten drum kümmern und werden, glaube ich, so ziemlich alles hier abbauen. Ja, 90% gewachsen, das ist schon ordentlich. 99%, ja, die werden jetzt gleich alle mit der Zeit fertig. Und dann haben wir richtig, richtig viel Stoff. Was ist hier jetzt noch übrig geblieben? Normale Stoff, jawohl. Und hier haben wir dann Teufelsgarn, okay. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Ja, sag mal schönen Gruß. Was haben wir hier eigentlich? Ein Partyplatz. Ja, den können wir abreißen. Der Partyplatz ist ja jetzt woanders. Und das Sturmgewehr ist auch so gut wie fertig, aber die Sunny wird sich jetzt erstmal hinlegen. Die ist, glaube ich, nämlich ziemlich K.O. Ja, meine Güte, hätte ich ja gar nicht so mitgerechnet. Das sieht wirklich gut aus. Du bist unser Muffalo, ne? Ja, ist er. Sonst würde er nicht hier bei uns bleiben. Ach da, wer sagt es denn? Da wird fleißig abgebaut, Stück für Stück. Jetzt gibt es gleich richtig viel Stoff, das freut mich. Ah, und hier, schau mal, so, wir kriegen aus... Ja, Wahnsinn, wir kriegen aus Baumwolle, kriegen wir Stoff. Wenn wir das vorher gewusst hätten, das wäre so schön gewesen. Jetzt können wir erstmal anfangen mit der großen Produktion an, an Medizin. Was ich sehr, sehr gut finde. Also das ist ja mal richtig, richtig gut. Da kriegen wir jetzt wahnsinnig viel Stoff. Wow. Ja, nicht schlecht. Schön, wenn man so eine Baumwollplantage halt, Baumwollplantage zu guter Letzt hat. Ich meine, drei Leute kümmern sich jetzt um die Felder. Das ist auch vollkommen okay. Könnten eigentlich sogar im Grunde genommen mehr sein, aber die anderen, den anderen Leuten bringt es nicht so viel, wenn sie sich damit um die Felder kümmern. Ich lasse das ruhig die drei hier machen. Damit kriegen die dann wiederum mehr Punkte. Ja, ich meine, Fabi ist ja gerade, glaube ich, in der Landwirtschaft schon auf 15 Punkte. Das ist halt schon Wahnsinn. Oh, der verliert sogar Punkte, weil der schon ab Stufe 15 ist, oder was? Ach so, ab Stufe 15 verlieren die im Laufe der Zeit dann wieder Punkte, oder wie? Oder wie muss ich das verstehen? Also die müssen weiterhin dann an ihrem Handwerk dranbleiben. Ah, das haben sie sehr cool gemacht. Ja, Nervenzusammenbruch halb so wild. Das ist alles nur leicht. Eine zerrissene Kleidung. Darum werden wir uns dann auch im Laufe der Zeit kümmern. Und, oh, Sunny, was machst du denn da gerade? Du nähst einen Parker. Achso, hatten wir das noch einen Auftrag gegeben? Ja, Tatsache. Du willst sogar noch ein paar mehr Parker dann zu guter Letzt herstellen. Kann sie auch eigentlich im Grunde genommen machen. Warum nicht? Ich meine, dann gibt es ein paar Stoffparker. Aber why not? Ist doch okay. So, das Einzige, was mich halt noch wiederum ein bisschen stört, ist, dass ich der Aura nicht sagen kann, dass sie hier die Einzige sein soll, die sich hier drum kümmern soll. Aber nun gut. So, Aura hat ein kleines Problem. Achso, weil wir wieder gesagt haben, sie soll das hier auf jeden Fall fertig machen. So, jetzt hätte ich nämlich noch gerne eins vor. Und zwar unter Möbel hätte ich gerne noch ein Krankenbett, was wir nämlich dann hier oben noch hinstellen werden. Auf jeden Fall, damit wir dann zwei Krankenzimmer schon mal haben. Ich glaube, bei 10 Einwohnern oder in dem Sinne in unserer Kolonie sollten wir schon 5 Stück haben, wenn nicht sogar noch mehr, ne? Also ich meine, dass wir letzten Endes so ein ganzes Krankenhaus haben, wenn wir halt möchten. Das Krankenhaus könnten wir hier oben hinbauen, auch wenn ich hier oben anderweitig eigentlich aufbauen wollte. Aber ich dachte mir jetzt einfach, wir machen hier raus einfach so eine kleine gemischte Ecke, ne? Wenn wir dann wieder Fleischprobleme haben, haben wir ja eigentlich hier unser Holzschlachttisch. Das reicht eigentlich ohne Probleme. Oh, und ich sehe, wir könnten ein Problem haben. Nee, okay, er lädt sich wieder auf. Mit dem Strom wollte ich gerade sagen, weil die waren eigentlich bis dato immer voll. Es kann natürlich sein, dass das jetzt im Laufe der Zeit abnimmt. Da weiß ich nicht, ob es schlau wäre, dass wir noch uns irgendwo ein Geysir schnappen sollten, den wir gar nicht jetzt so in der Ecke haben. Eieieiei. Nun gut, wir haben gegen Mittag und ich glaube, wir sollten langsam aber sicher mal losziehen. Deswegen, Sunny, komm mal rüber. Du kommst mit. Der Fabi kommt selbstverständlich mit. Die Aura werde ich hier lassen. Die Mia werde ich mitnehmen. Den Long werde ich mitnehmen. Die Hanna werde ich mitnehmen.
Dich lassen wir hier, dich lassen wir hier und die Eve werden wir noch mitnehmen. So, mit den Leuten geht es jetzt erstmal los. Ich will mir das angucken dort in der Ruine, was es eigentlich damit auf sich hat. Und Aura, du bist ja dabei, gerade Bären zu tragen, aber ich möchte gerne, dass du weiter Medizin herstellst. Denn es könnte sehr gut sein, dass wir jetzt gleich Medizin auch gebrauchen werden. So, auf geht's. Ich glaube, wir... Was wäre denn jetzt schlauer? Ich glaube, von der Seite hier, ne? So, dann gib mal schön Speed hier. Noch haben wir eine gute Uhrzeit, auch wenn es gerade schon dunkel wird. So, und ich glaube, die Hanna, die wir dabei haben, die war ja die Geo... Ja, Vase. So, wir werden jetzt einmal den Befehl geben. Und ich hoffe, das geht gut, dass du hier das... Muss in einem abbaubaren Bereich sein. Wenn ich jetzt sage, reiß das hier ab und sage dann, du sollst nicht mehr kämpfen, sondern... Achso, kannst du gar nicht. Oh je, Mini. Okay, irgendjemand kann das aber. Ich glaube, die Sunny konnte das abreißen. Genau. Tu mal bitte hier diese Wand einreißen. Ach du Schande. Okay. Oh, was ist das denn bitte? Ah, stopp. Gebiet freigelegt. Ein neues Gebiet wurde entdeckt. Hier sind antike feindliche Mechanoiden. Ach du Schande. Okay. Also, wir haben hier auf jeden Fall Menschen. Weltraumsoldat weiblich. Weltraumsoldat. Eine Raupe. Alter 290. Ausgerüstet eine Minigun. Und die geht spazieren. Oh je, da haben wir ja echt was geöffnet. Und Schnitter, Alter 525, mit einer Energielanze ausgerüstet. Ach du je. Oh, das ist vielleicht nicht unbedingt so gut. Ich werde die mal hier nebeneinander stellen, damit die sich selbst nicht im Weg stehen. So, und da bin ich ja mal gespannt, wie wir das hinkriegen sollten. Au, wow. Machen wir der denn Schaden? Ja, machen wir. Okay. Oh, bitte. Was? Oh, wow. Ein Riesen-Skarabäus rächt sich. Okay. Die können wir ja einfach auf Jagen stellen. Obwohl... Nee, doch. Machen wir doch. Oh wow, das ist richtig übel. Also alleine auch der Damage halt, ne? Wir haben hier keine Deckung, kein Nichts. Es kann auch sein, dass das jetzt vielleicht viel gewesen ist. Deswegen, ich werde mal eben hier versuchen, das vielleicht nochmal zu retten und das nochmal zu speichern. So, und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Wow, sie haben Fabi erschossen. Na, klasse. Gott, ist das mies. Hallo, Hiroto. Was hast du eigentlich gerade vor? Achso, du hast Schiss, ne? Du wolltest jemanden retten hier von uns. Boah, Wahnsinn. Also ich meine, okay, wir haben Fabi verloren. Das ist, schade, aber okay. Ah, jemine. Angie, komm mal rüber und rette mal bitte, Hanna. So, war's das jetzt? Oh je, oh je, oh je. Ja, wir haben einen bewusstlosen Kolonisten. Ja, das ist mir klar. Ach du Schande. So, da haben wir jetzt aber auch noch welche, ne? Was ist denn hier? Weltraumsoldat. Verweigert. Nee, das können wir nicht gebrauchen. Also, handwerklich kochen hast du nicht gesehen. Alles wird verweigert. Verweigert einfache Arbeit, ist pessimistisch und nervös. Nö, dann kannst du hier auch direkt liegen bleiben, braucht man nicht. Und mehr hat ja eigentlich nicht überlebt. Die Raupe ist bewusstlos. Wenn die Raupe wieder wach wird, ne, dann kriege ich aber einen Anfall. Und der Schnitter ist auch bewusstlos.
Ach, schade eigentlich, dass wir Fabi halt verloren haben, ne? Das stört mich ein bisschen. So, die Waffen können wir auf jeden Fall... Riesenskarabäus. So, genau, Angie, komm, rette sie, damit wir wenigstens nur kaum Verluste haben. Oh je, oh je, oh je, oh je. Was hatten die denn dabei? Eine Schrotflinte? Ein leichtes Maschinengewehr. Okay, die hatten Bauteile hier, die hatten Plastahl hier. Einen toten Schnitter, noch einen Riesenskarabäus. Die hatten Gold hier. Die haben richtig viel Stahl hier. Oh, die haben das komische Drogenzeug, ne? So, was haben wir hier? Eine Schocklanze. Eine Minigun. Ah, je. Das ist ja richtig gut. Ein Präzisionsgewehr. Das ist auch sehr schön. Die Lili Grund ist tot. Okay, das Gold nehmen wir auch mit. Dich nehmen wir mit. Da dürfte auch mal dran. Ja, genau. Tu sie einfach mal, ne? Ausziehen hier. Was ist das denn hier? Ach, das sind Kyro-Kapseln. Im Besitz nehmen. Nimmt neutrale Strukturen für deine Kolonie in Anspruch. Hierunter fallen zum Beispiel antike Ruinen oder verlassene Belagerungskonstrukte, wie auch immer. Beanspruchte Strukturen können von den Kolonisten repariert und benutzt werden. Okay, wir haben aber gerade erst Nacht. Also da sollten wir dann erstmal vielleicht auch abwarten. Oh wow, ich hätte aber nicht gedacht, dass uns so etwas erwartet. Alleine diese fiesen Viecher hier, ne? Ein deaktivierter Kampfmechonit vom Typ Schnitter. Die Aktivität, die Brennbarkeit, die brennen sehr gut, okay. Und was ist diese komische Raupe? Schwerer Kampfmechonit, der auf Dutzend kleinen Füßen dahin gleitet. Ihre schwere Rüstung und starke Bewaffnung macht sie sehr effektiv gegen unbewegliche, eng beieinander stehende Ziele. Ja, wer hätte das gedacht? Sie sind etwas empfindlich gegen mobile Hit-and-Run-Taktiken. Ah. Okay, dann warte mal eben kurz. Dann würde ich sagen, dann würde ich doch...